Ravenscourt. Prima Originals, CD Rin und die großartige Firma, die eben da stand, haben dieses Spiel gebracht. Es ist Illusions, A Tale of the Mind. Ich drücke eine Taste und spiele einfach mal wieder mit Controller, weil das volle Controller-Unterstützung hat und ich mich ein bisschen mit Controller anfreunden möchte, sag ich mal. Los geht's mit dem Spiel. Ich habe keine Ahnung, außer dass ich weiß, dass es hübsch ist. Die Dinge sind nicht immer das, was sie zu sein scheinen. Der erste Anblick täuscht viele. Der Geist erkennt selten, was die Sorgfalt im geheimen Winkel verborgen hat. Ja, wie gesagt, ich kenne das Spiel nicht. Erster Run, mal wieder. Los geht's. Wake up, little girl! Wake up! Das fängt ja gut an. Sehr gut an. Wake up! You have to get us out of here! Come on! Wake up! Come, Emma. We have to go on. Don't okay. Panic. I'm right here. If you free me, I will try to help you. Und da kann ich es auch schon steuern. A interagieren. Ja, linker Controller steuern. A also interagieren und. Da fliegt eine Biene. Achso, ich muss das Padlock zum Bild machen. Okay. Das mache ich hier. Hm? Emma, line up the pieces to form a padlock and a key. Ah. I'm free! Thank you so much! You've got quite the skills. I wasn't expecting that. Now let me help you. Ja, mach! Wäre echt gruselig, ja. Okay, was kann ich dann noch so machen? Ich kann laufen, ich kann mit A nichts, mit B nichts, mit X nichts, mit Y nichts. Die Tasten hier sind auch sinnlos, die Schultertasten. Okay, laufe ich erstmal hinterher. Vielleicht kann ich das später noch. Ja. Okay, ich laufe weg. Erster Bildschirm, erfolgreich. Ja! Thank you. We know each other, don't we? Yeah, I think so. But I only remember your name. Sorry. But I don't remember yours. Oh, I'm Topsy. At your service. Hey, Topsy. Okay, ich bin ohne Knopf drücken gesprungen. Was? Okay, lass uns aus diesem Albtraum rauskommen. Gut. Was hast du denn? Hi. Hallo. Who are those people? They look sad. I don't know. They don't seem to hear us. Let's move on. Maybe we'll find out how to help them. Ja? Finden wir vielleicht raus. Okay, traurig, traurig. Ich kann durch die durchlaufen, schön. Und er hier ist noch gefangen. Na herrlich. Das fängt ja gut an, das Spiel. Aber sieht schon mal geil aus. Das gefällt mir. Oh no! The path is blocked. Ist er nicht? It looks like a portal. Shaped like a cat's mouth. I don't like cats. Drehe die Scheibe, damit die Katze erscheint. Das war schon fast fertig. Jetzt müsst ihr hören. Ah, da. Okay. Passt vorwärts. Nimm Auge. Top.
autopsy? I'm scared. Don't give up, Emma. I see only one way to leave this place. Crossing this corridor. Ja, gut. Dann vorwärts. Nun können wir hier laden. Zum Glück habe ich hier nirgends eine Gesundheitsanzeige. Das heißt, sterben tun mich die Schocken nicht. Was war das denn gerade für ein Satz? Töten werden mich die Schocken nicht. Das Gefühl, dass ich das wirklich gemacht habe. Und ich laufe durch die Pupille durch. Was sonst? Irgendwie kriege ich gerade Bock, Bioshock zu spielen. Ja. Ich bleibe erstmal bei dem Spiel, ja? Hans und Jack. Who's this? Keine Ahnung, was ist. I think I've seen this man before. Okay. Dann lass mal hören. Forget her, Euclid. Marion doesn't care about you anymore. Here, it's on the house. It will kill you, Euclid. You need to let it go. I can't. Oh yes, you can. Yes, and we you can. Will. Sein ganzes Leben lang hat Euclid davon geträumt, Geige zu spielen, aber seine riesigen Finger waren immer zu rau für den Hals des zarten Instruments. Okay. Hmm. Those strange silhouettes again. But these are white. What are those silhouettes? Hmm. I have no idea. Really? Okay. I don't know. Maybe they're ghosts or spirits. You mean dead people? I'm not sure. Let's keep moving. Ich sehe da eine Kiste. Ich wünschte, ich könnte irgendwas mit dem Tasten machen. Aber ich kann anscheinend nur nach hier vorne gehen. Ich frage, was die Erinnerungen dahinter von mir wollen. Oder ob sie überhaupt was wollen. Oder ob sie nichts wollen. Where are we now? I don't know. But I like it better than that creepy place. Ja,
Ist besser auf jeden Fall als der. Oh, another portal. You know what to do, Emma. Ja. Irgendwas. Dreh die Scheiben, bis der Elefant erscheint. Fängt so ein Elefant an? Nein. Also hört er auf. Okay, ich muss das suchen lassen. Jetzt kann ich das. Es ist ein Elefant auf dem Ballon. Auf dem Ball, meine ich. Hallo. Das auch nicht richtig, dann ist das sein Hintern. Und hier sein Gesicht. Gut. Ihr wollt da alle rein, dann gehe ich da auch rein. Muss ja schließlich irgendwas Besonderes hier drin sein. Hey, who's that? I don't know. Let's follow him. Okay. Ja, wir müssen ihm folgen. Danke. Und ab ins nächste Bild. Heck, I don't see him no more. Where has he gone? Hier rein. Okay, dann gucke ich mir erst das Zirkusdings an. It's too dark. I can't go further. Let's go back. This way, Emma. Ja. Wieder schon. Okay, ich kann nicht springen, das macht er automatisch. Der Schlüssel. Und? Achso, das ist. Gucken wir doch mal, was sich hinter Tor 1 befindet. Wunderschöne neue Welt. Okay, wunderschön weiß ich noch nicht, aber eine neue Welt. Ein Zirkus, ein Berg mit komischen Wurzeln da draus, ein Riesenrad. Sieht man sogar. Und ein sterbender Schwan. Na dann. Achso, hier kann ich auch noch interagieren. Und dann fängt dieser Schläger an, den Kopf zu ziehen. Okay. It's so beautiful, but I never liked circuses. Never mind. Oh, cool. Let's go. Da steht die doch nicht immer hinter mich. Und wie komme ich da jetzt hin? Muss ich etwa da rechts, links? Aber ich habe eine Idee. Ich glaube, jetzt ist hinten Licht an, wo ich hergekommen bin. Und ich kann nach da links gehen. Ja, Liz zurück. Hier freuen sich die Leute, klettern auf Dinge rum. Ich kann immer noch nichts machen, außer zu gehen. Und stark drücken natürlich, aber. Okay, hier gibt's Sachen zu finden. 3 Zettel und 6 Musikstücke. Gut, das zu wissen. Das heißt, ich gucke jetzt ein bisschen mehr nach Zeugs. Okay, hier kann man reinrennen. Emma, listen.
Do you hear that strange sound? Ja, ich gehe da gleich rein. Ich gucke dich erstmal hier auf den Platz um. Hier geht's nicht weiter. Okay. Dann laufe ich mal ein bisschen hier rum. Nur zum Beweis, dass ich auch wirklich spiele. Ist es so außer Atem? Genau. Oh, verzerrt. Look, Emma, it's the men from the cabaret. You're right. Hello, Mister? Hey, Mister. Seems like he can't hear us. Maybe he's deaf. Okay, kurz verlegen. Maybe. It was 1908. I had been out of work for months. The door was slammed in my face everywhere I offered my services. Unable to pay my rent, I knew I would be soon thrown out on the streets. Then, one day in Paris, I was drawn to a poster. It was an enchanting image of a circus. I could already picture my name in big golden letters. Euclid, the strongest man in the world. Yeah. Und dann haut er ab. Und haut den Stein kaputt, oder was? Oder auch nicht. Okay, 1 von 6 habe ich gefunden. Mehr kann man hier nicht machen, ja? Gut. Jetzt bin ich gespannt, was er macht. Wenn überhaupt. It's that man again. So weird how he doesn't notice us. Und die anderen auch nicht. Those luminous shapes. Yes, we have to recreate the drawing again. Okay. I'll wait here while you line up the pieces. Okay, ich muss jetzt irgendwo hingehen, wo die Bilder wieder einen Zusammenhang gegeben. Move to align the lines correctly. Egal. You're almost there. Alter, wie weit muss ich denn zurückgehen, um die. Ja, fast. I think I see something. Na? Bis hier oben muss ich hin. Um die Tür da einzubauen. Und ich komme nicht mehr zu dem anderen, wo ich vorhin. Nee, Quatsch, da hatte ich ja noch was gefunden. Hier war das mit dem Ausguck. Ich habe keine Ahnung, wo ich da jetzt hinrenne. Habe ich hier einen Zettel übersehen? Nö. Hinter mir ist nichts. Außer die Figur, die vorhin schon da war. Kein Zettel, der irgendwie auffällig wäre. Aber wir folgen jetzt dem Mann, der jetzt da durchgehen wird. Und kommen ganz schön außer Atem. Und sind dann raus. Zum Zirkus. Und wir schauen, wie schön bunt das hier alles siehst und wie es aussieht. Gewicht heben. Halbe Bilder schwerben irgendwie in der Luft.
Okay. Und ein Bild, was darum hängt. I had finally found my place in this world. I was the latest addition to the Illusion Circus freak show, the strong man. Every night, I performed unimaginable feats of strength under the big top. I could pretty much lift anything. Always, the audience watched me with fascination and astonishment. I had an unusual physique, but I earned a decent living. And without it, I never would have met the love of my life. The love of my life. This is the man we saw earlier. He seems so strong. So, he used to work here. Was that a memory? Yeah. If a single thing here made sense, that would be it. So, it's as if we're in a world of memories. Or in someone's mind? I'm puzzled. If we are in this man's mind, it would mean that everything around us is part of his memory. And those blurry shapes, some forgotten memories? Yeah. Vielleicht. Yeah. Let's see if we can help him find them. Yeah. It looks like a mirror. Let's go find the missing pieces. Okay, ich muss die fehlenden Teile finden.